Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NFS Heat. Wieder ein paar Rennen am Start und so, weil dieses Spiel nur aus Rennen besteht. Ich meine, ihr habt Abwechslung. Ihr schaut vielleicht ein Video hier, dann wartet ihr so ein paar Tage, schaut andere Sachen, aber... Ich fahre seit einer ganzen Weile Rennen und ich fahre normalerweise nie Rennen, weil ich keine Rennspiele spiele. Aber Need for Speed hockt, wirklich. Auch wenn es etwas eintönig wird und ich super schlecht bin. Was wollte ich sagen? Egal. Oh nee! Die Dinger mitzunehmen. Oder im Dreck zu fahren. Oder beides. Alter, was ist das hier für eine kurvige Strecke? Ich hasse kurvige Strecken, habe ich das schon erwähnt. Ach, drei Runden in dieser Höllenwelt, okay. Ja, hohoho, den haben wir rausgeholt. Im Rennen und in der Liebe ist alles erlaubt. Auch Leute abdrängen. Der ist gerade Platz 4. Und Monika ist richtig nah hinter uns. Tagesherausforderung Drift abgeschlossen. Cool. Drücke Numpad 4, um die Ziele zu öffnen. Geht nicht, dann starte ich eine neue Aufnahme. Dieser Moment, wenn die OBS-Hotkeys mit den Hotkeys im Game überlappen. Okay, das ist die dritte Runde und ich habe den dritten exakt gleichen Fehler gemacht wie davor. Aber wir haben gewonnen. Alter, Platz 2, so weit hinter uns. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Hoch. Easy. Darauf einen Schluck Kaffee. $12.000. Ich habe gerade geguckt, wir haben jetzt Motoren freigeschaltet und bis wir unseren Motor holen können, der die gleiche PS hat wie unser derzeitiges Auto, brauche ich eine 250.000. Es gibt zwar auch billigere Motoren, aber dann fange ich im Grunde wieder von vorne an und darf wieder Upgrades kaufen, ewig viele. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Also sparen wir bis zur 250.000 und gehen jetzt zum nächsten Rennen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Rennen der Heiligen Heil.
Nein, alles Spaß. Ich bin noch super motiviert. So motiviert, dass ich keine Cutscenes haben will. Scharfe Kurve. Aber die haben wir voll im Griff bekommen. Meter. Bis zum Monika. Meter bis zur Monika. Alter, das zeigt mal wieder, wir sind absolut unserem Level voraus, Alter. Gib mir direkt Reputation Stufe 20. Ungefähr dort sehe ich mich. 1 Kilometer Distanz zum zweiten Platz. Und dann fange ich auf einmal an, sowas zu machen. Ich sehe mich wirklich Stufe 20, aber dann haue ich manchmal so Plays raus. Die sind halt wirklich Stufe 5 oder niedriger. Okay, hier sollte ich nächstes Mal vielleicht mit Leertaste und nicht Doppel-W durch. Schaffe ich 2 Kilometer Distanz noch? Das wäre geil. Schade, dass man kein 1, Kilometer hat. Da müsste ich zumindest, wie weit ich noch von den 2 Kilometern entfernt bin und ob das realistisch ist. Oh, 2 Kilometer, ich hab's geschafft. Cool. Ich sagte auch Stufe 20, aber 50. Hör auf dem Dreck zu fahren und fahr auf dem Asphalt. Nice! Und ich krieg fast 20.000 dafür, glaube ich? Ja, geil, so Events können wir öfters machen. Ich bin am Start, ruft an, ich komm, ich schwöre. Boah, Alter. Nice. Wir sehen uns beim dritten Rennen dann gleich. So, willkommen zum dritten. Und vielleicht letzten Rennen heute, je nachdem wie lang das geht. Das davor ging ja auch 4 Minuten. Oh, ich sehe gerade, wir haben die 10-Minuten-Marke schon.
hatten wir schon 3 Rennen? Gut, dann gibt's halt noch ein 4. Rennen oben drauf heute. Den Drift-Modus oder was auch immer. Nein! Achso, wir fahren 3 Runden. Okay, ich habe vielleicht noch eine Chance. Ich habe meinen Stuhl gerade runter. Bin ich nur noch dabei, Folgefehler zu machen. Das Rennen können wir absolut knicken. Allerdings werde ich 4. Oh, ich dachte, ich werde 3. Ich habe einen Plan. Der ist riskant. Vergessen, dass es Checkpoints gibt, die ich durchfahren muss. Oh, ich habe was! Oh nein! Und ich sag's einfach noch so casual-like, aber ich fahr trotzdem nicht rein. Okay, ich glaube, als Platz 6 kann's auch das Rennen schmeißen, ganz ehrlich. Ich bin so dumm. Ich mach's in der nächsten Folge besser, versprochen.